geht es weiter. Ja, immer weiter. Hier geht es weiter. Ja, ist halt blöd, dass es regnet. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da kein Glück haben heute. Ein, zwei, tatam. Dittim. Ein, zwei, tatam. Und der muss weg. Na toll. Ich weiß, wie viele Ebenen wir jetzt gegangen sind, weil es ja auch nicht gesagt wird. Vielleicht ist es auch jedes Mal anders. Kann natürlich auch sein. Ah, wir sind da. Warte. Okay, dann haben wir noch ein Stück Zeit. Nee, weitergehen. Dann verbringen wir jetzt unsere letzte Zeit hier auf der Ebene. Und gucken, vielleicht gibt es ja auch einen TomTom-Pilz. Gibt es hier zwei Wege, sehe ich das richtig? Weil wir kamen ja eigentlich von hier. Oh nein. Okay, sehr komisch. Da. Noch eine Stunde. In der Zeit müssten wir eigentlich noch einen fällen können, denke ich. Tschiu, tschiu, papau. Tschiu, tschiu. Ich glaube, langsam ist Ralf nicht mehr der beste Holzfäller in ganz Harmonika. Und auf dem ganzen Kontinent. Ich glaube, langsam sind wir das. Papapau. Eins, zwei, papapau. Ich denke, es scheitert am Regen. Also wenn es scheitert, was ich denke, dann am Regen. Ist aber egal, weil wir ja sowieso zur Celesta-Kirche müssen. Also ob wir jetzt hier keinen Erfolg haben und trotzdem mehr oder weniger überbrückt haben oder nicht, ist ja dann egal. Ah, so viel Bauholz. Sehr schön. Ups, wunderbar. Danke dafür. Es war ein Traum. Ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, diese Dinger, gegen die kannst du echt nichts tun. Da musst du halt hoffen. Noch eins, komm. Ja, gut. Da-da-da. Da-da-da-da. Ja, jetzt warten wir noch ganz kurz hier. Noch 40 Minuten. Ich nehme schon mal den geilen, famosen Honig raus und hoffe, dass ich ihn nicht auffresse. Dedim. 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 Vielleicht müsst ihr noch einfach in der Tasche haben, keine Ahnung. Weil wie willst du darauf kommen, dass du mit Honig in den Wald gehen sollst? Ich könnte mir eher vorstellen, du hast ihn zufällig in der Tasche und dann reagieren die und sagen, oh mein Gott, du hast ja Honig dabei, jetzt finde ich aber richtig geil. Und wir haben leider keinen TomTom-Pilz gefunden. Aber ich habe mich auch nicht so genau umgeguckt. Da 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 da. Da 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 da. Ich laufe im Kreis. Im Kreis. Im Kreis. Oh, meine Nase juckt. Aber hey, es ist gleich 0 Uhr. Oh, es ist 0 Uhr. Let's go. Wird was passieren? Ich glaube nicht. Ah, obwohl, sieht gut aus? Nee, sieht nicht gut aus. Nee, sieht scheiße aus. Aber hier ist es sonnig. Aber ich hatte damals wirklich das gleiche Problem. Oder er muss in der Tasche sein. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe famosen Honig in der Tasche. Es ist 0 Uhr. So, wir gehen jetzt hier rein. Oh, ich habe famosen Honig dabei und gehe in den Wald. TomTom-Wald. Also wenn, müsste jetzt was passieren. Nö, okay. RIP. Ja, und das Problem hatte ich schon mal. Aber vielleicht stimmt auch die Zeit nicht. Was kann sein, dass ich mich auf die gleiche Quelle verlassen habe? Vielleicht muss ich aber auch den Honig halten und irgendwo hingehen. Oh, Leute, ich bin mit Honig unterwegs. Hier ist übrigens das Nilpferd. Das ist ein sehr schöner Zaun. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ich guck gleich mal. Okay, schade. Nee, hier ist gar nichts. Enttäuschend, Jedda. Oder sie meinten wirklich in den Wald rein. Nicht bei der Hexe, sondern am Anfang. Das könnte ich noch probieren. Wartet.
raus hier. Fände ich zwar komisch, aber kann ja sein. Ich habe diese Szene, wie gesagt, auch noch nie gesehen. Also, keine Ahnung. Okay, jetzt gehe ich mal so mit dem Honig rein. Das ist immerhin der Wald. Vielleicht meint sie auch den Wald bei der Göttinnenquelle. Keine Ahnung, ich muss nochmal nachgucken. Okay, schade. Schade. Ich hoffe, Schmusi stirbt jetzt nicht bei dem Regen. Ah, sie ist zumindest nicht mehr da. Okay. Ich glaube, dann laufe ich auch den Weg zur Kirche. Da da da. Da 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 da. Da da da. Ich hoffe, dass morgen ganz viel von unseren Feldern gewachsen ist. Ich glaube aber nicht, das sah alles noch sehr unfertig aus. Dim, dim, dim. Erstmal müssen ja alle Tomaten grün werden, dann würden die nachwachsen. Da, 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 da. Noch eine Stunde. Also das müssten wir schaffen. Ich glaube, wir sind Punkt 2 Uhr oder kurz vor 2 Uhr dort. Da, 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 da. Ja, sieht gut aus. Da, da, da. Ja, ja, ja. Bald sind wir an der Stelle. Ba, ba, da, ba. Da, da, da. Ich genieße gerade die Musik und den Regen. Sehr entspannend. Ich frage immer noch, woran mich dieser eine Teil erinnert. Dieser eine musikalische Teil beim Tag-Track, jetzt nicht bei der Nacht. Ich weiß es nicht. An irgendwas erinnert mich das, aber ich kann es nicht sagen einfach. Oh nein, ich komme wieder gegen mein Mikro, es tut mir leid. 1.30 Uhr nachts, wir laufen durch Harmonika. Alle schlafen bereits und denken sich, wer zum Geier läuft bei Regen durch die Nacht? Wer läuft so spät durch Nacht und Wind? Es ist Teddy. Mit Honig im Rucksack. Sie hält den Honig fest im Arm. Sie hält ihn sicher. Sie hält ihn warm. Mein Honig, was ziehst du so quer dein Gesicht? Siehst Teddy, du, den Erlkönig nicht? Hey, es ist 2 Uhr. Let's go! Ich weiß nicht, wir müssen bestimmt richtig 2 Uhr rein. Komm. 1.50 Uhr, 1.50 Uhr, 2 Uhr. Ah, man muss wirklich nur davor stehen, dann geht's los. Interessant. Das ist schon ein bisschen creepy. Oh, der Geist! Wie es wohl Pit geht? Nicht so gut. Was ist denn mit Pit los? Von da hinten kommt eine Stimme. Ich hab Angst, aber sehen wir mal nach. Mit mir hat ja auch keiner ein Problem, obwohl ich ein Geist bin. Spaß. Okay, also da hinten, glaube ich. Glockenturm. Doch, das müsste passen. Dab, dam, dadam, dadam. Ich bin Elmer Entwichte. Heususe. Kannst du die Glocke läuten? Elmer, warum weinst du? Voll die Krokodilstränen. Früher sind sie alle zum Wandbild der Wünsche gekommen. Meine Glocke leuchtete und alle waren glücklich. Aber scheinbar hat ja jeder vergessen, seine Wünsche zu äußern. Niemand kommt mehr vorbei. Es ist so einsam. Das Wandbild der Wünsche, wo ist das? In dem Zimmer, links vom Altar. Teddy, lass uns nachschauen. Ja, machen wir. Gehen wir automatisch dahin? Ja.
Das ist das Wandbild, oder? Teddy, dann wünschen wir uns mal was. Okay. Ha, was soll ich mir denn wünschen? Ah. Oh, ich weiß. Bitte erfülle meinen Wunsch. Lass mich ein größerer, tollerer Erntewichtel werden. Ja, hat scheinbar nicht so gut geklappt. Es passiert nichts. Was ist denn los? Fragen wir die Erntegöttin. Oh nee, ich will aber nicht zu der Geilen laufen. Gut, dann gehen wir halt per Schnellexpress noch zur Erntegöttin. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, dann wird sie sagen, ich weiß natürlich alles, aber ich helfe euch einfach nicht. Ja, es ist so, dass die Menschen, und du nicht, Teddy, du bist egal, sich was wünschen müssen, ja? Aber du musst mit ihnen befreundet sein, sonst kommt der Wunsch nämlich nicht von Herzen, ja? Bitch, also streng dich mal an. Ja, und dann gehen wir halt hin und sagen, ja, hier, Claire wünscht sich ganz viel Eis. Keine Ahnung. Und dann macht das Wandbild so swoosh. Und dann ist der Wunsch erfüllt. Ich finde schön, dass hier wirklich alles dunkel ist. Also bei Nacht hier rumzulaufen ist schon geil, richtig friedlich. Ein Traum. Bei Regen finde ich jetzt, naja, kann man so oder so sehen. Moment. Ich gehe jetzt da mal mit dem scheiß famosen Honig hier rein. Vielleicht ist es ja hier. Weil an sich waren ja auch die Tiere hier. Göttinnenquelle, ich habe Honig dabei. Nö. Die Tiere wollen mich nicht. Aber es ist die schöne Erntinnengöttin-Musik. Erntinnengöttin? Erntegöttin, ihr wisst schon. Verpiss dich. Hallo. Finn, Teddy, was ist geschehen? Elmas Glocke läutet nicht, wenn man einen Wunsch vor der Kirchenwand spricht. Oh. Oh. Äußere am Wandbild einen Wunsch und die Glocke erklingt. Das Wandbild der Wünsche war ein Geschenk, das ich Elma einst gab. Was? Dann bitte läutet Elmas Glocke jetzt sofort. Das geht nicht. Ja, das ist mir nicht möglich. Elmas lila Glocke ist die Glocke des Herzens. Nur wenn ihr Menschen innig wünscht, ertönt die Glocke. Die Natur der Welt erhält ihre Kräfte langsam zurück, jedoch zu hektisch ist der Menschenalltag. Kaum Zeit, Wünsche zu erhegen und dort zu äußern. Was sollen wir bloß tun? Klapp, klapp. Teddy, erfrage die Wünsche der Menschen und trage sie zum Wandbild. Viele starke Wünsche sind vonnöten. Wenn ihr Freund, werde ihr Freund, so öffnen sie dir ihr Herz. Ich zähle auf dich. Wow, eigentlich kacke, oder? Sie sagt jetzt, ja, freunde dich mit ihnen an, auch wenn du gar kein Interesse hast. Fake friends, let's go. Wenn alle Wünsche vor das Wandbild getragen werden, wird die Glocke läuten. Das Wandbild der Wünsche wird ebenso wiederhergestellt werden. Schön. Dies ist die letzte Glocke. Ich zähle auf dich. Yes, baby. Okay. Ihr kleinen Wichtel. Ich habe doch noch ein paar Pilze. Hier, ich gönnt euch mal. Guten Abend. Danke schön, das ist toll. Hier, einen für dich. Guten Abend. Vielen Dank, ich freue mich total. So, dann noch für dich. Guten Abend. Oh, danke, das gefällt mir voll. Ich liebe die Wichtel, die sind so niedlich. Warum sind die so klein? Guten Abend. Oh, wie toll, das gefällt mir sehr, vielen Dank. Sich mit jedem gut zu verstehen, das schaffst du. Viel Glück. Los, ich werde mich mit dir anfreunden, Carsten. Carsten, los. Was ist denn mit Carsten los? Dem, 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 dem. So, Darius. Oh. Los, Darius. Los. Hä? Und die freuen sich voll. Mit dir haben wir noch nicht zweimal geredet. Wenn du dich mit den Leuten gut stellst, beschenke sie. Das freut sie bestimmt. Hä, das war doch gar kein Deutsch. Egal, wir machen beide gleichzeitig. Woo, yeah. Meine Glocke war wieder weg. Meine Glocke, meine Fernbedienung war nicht. Ja, nochmal. Teddy ist müde. Du kannst gleich ins Bett. Wir finden uns endlich wohl bei uns zu Hause. Und das alles wegen dir. Meinst du nicht, danke mir? Ich versuche, mich mit allen gut zu verstehen. Schön.
Aber das dauert bestimmt ewig, bis man bei den 10 Herzen hat, oder? Freunde. Ja, uff, ey. 10 Herzen bei den Erntewichteln. Na gut, schaffen wir vielleicht. Wenn die wirklich Pilze lieben und ich irgendwann keine Pilze mehr brauche, kann ich dem natürlich jeden Tag einen Pilz geben. Dem Wichtel. Ich werde aber nicht jeden Tag herlaufen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Viel, viel später. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alle Events zeige, weil ich auch nicht sagen kann, ob alle Events, die ich im Internet nachlesen kann, auch wirklich alle sind. Aber viele. Ich versuche, viele zu zeigen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Und hoffen, dass morgen kein Taifun kommt. Deswegen werde ich auf jeden Fall speichern. Und dann jedes Mal neu starten, wenn jetzt doch morgen ein Taifun ist. Wobei es ja hieß, der 15. ist es. Und wir haben den 15., aber es ist ja auch theoretisch noch der 14., ja? Also ich meine, das Wetter ist ja noch das von gestern. Da-da-dam. Da-da-dam, da-dam-dam. Wir sind auf jeden Fall gleich da, wollte ich sagen. Wir sind gleich da. Aber ich glaube, den Mais, den wir verkauft haben, der Mais wird uns gar nicht so viel bringen, geldtechnisch. Da müssen wir erst wieder ein bisschen warten. Aber hey, wir hatten einfach 16.000 an einem Tag bekommen. Warum können wir nicht jeden Tag 16.000 kriegen? Auch in Real Life, boah, jeden Tag 16.000 Euro, das wäre ein Traum einfach. Das fände ich geil. So, hier ist jetzt dunkel. Ich weiß zwar nicht, wer das Licht hier ausgemacht hat, aber hey. Oder wir haben halt so krasse Beleuchtung von außen. Keine Ahnung wie. Ja, ich speichere gleich mal hier. Passt schon, passt schon. Dedudem. So, pennen. Schlafen. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem, weil wir morgen hoffentlich genug Geld haben, um die ganzen weißen Steine zu veredeln. 2630. Tierhaltung 610 für die edle Butter. Und 190 Bergbau. Ich glaube, damit haben wir sogar schon 1000 G zusammen für Bergbau. Was habe ich eigentlich verkauft beim Bergbau? Ah, das Altmetall. Bringt doch recht viel. Oh, es gewittert. Aber es ist kein Sturm. Kein Taifun. Da bin ich doch glücklich. Damit kann ich arbeiten. Okay, dann kann ich gleich nochmal hier drüber speichern. Let's go. So, und heute kann ich dann auch ein Pfannengericht kochen. Ich wollte... wo habe ich es aufgeschrieben? Da. Ei, Butter und Tomate brauchen wir. Ei, Butter, Tomate. Was kann ich eigentlich hier schon ernten? Außer Sonnenblumen. Nichts. Habe ich eigentlich die Saat dabei? Dann könnte ich das gleich wieder auffüllen. Boah, hier wächst so viel Zeug. Ist das auch alles Tee? Ist das, also, weiß ich nicht. Hier wächst auf jeden Fall was. Ich denke mal, es wird Tee sein. Sonnenblumen. Guck mal, das wird ja alles noch Sonnenblumenzeug. Ich glaube, das reicht dann. Wir haben dann 37 Sonnenblumen. Na gut, ich weiß halt nicht. Ich würde das dann erstmal dabei belassen. Mit den Sonnenblumen. Oh, hier ist noch ein Mais. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, den Mais werde ich aber hier reinpacken. Da, da, da. Guter Mais. Ba, ba, da, ba. Da, da, da. Ich überlege gerade. Ah, ist halt blöd. Ich würde jetzt eigentlich die Folge gleich beenden. Oder ich mache halt noch eine Folge. Weiß ich nicht. Mal gucken. Oh, die sind richtig mies drauf. Das ist ein bisschen blöd. Oh, ich muss niesen. Ja. So, dann nehme ich erstmal das Entenei. Tausche das aus. Gegen das hier. Wie, das geht nicht. Als ob man das nicht austauschen kann. Oh. So, und das hätte ich aber wieder. Okay. Ich glaube, dann kochen wir jetzt einfach noch zusammen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Farmarbeit. Also wir pflanzen diese paar Zwiebeln, die wir haben, und kümmern uns um die Tiere. Und dann gehen wir uns runter. Genau, das ist der Plan. Und dann muss ich mal gucken. Also ich muss dann theoretisch warten bis Abend, damit wir Marco sein Zeug geben können. Ja, und dann muss ich noch mal gucken wegen der Tier-Event-Sache. Was ich da falsch verstanden habe. Ich möchte halt eine gute Tomate unbedingt haben. Und dann
Achso, ich brauche ja noch Milch. Ja, kacke. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht.